wenn man ein Fälligkeitsdarlehen ausrechnen möchte, dann bekommt man immer den Zinssatz vorgegeben, in dem Fall 7%, und man bekommt die Laufzeit vorgegeben. Den Darlehensbetrag wissen wir auch. Das sind 30.000 Euro. Wir leihen uns 30.000 Euro bei der Bank als Darlehen oder als Kredit. Das ist das Gleiche. Und bauen dann, um auszurechnen, wie viel wir insgesamt zahlen müssen, erstmal diese Tabelle auf. Laufzeit 5 Jahre, Darlehen Jahresanfang, Darlehen Jahresende, die Tilgungszahlung. Die Tilgungszahlung ist immer der Betrag, den ich im Jahr zurückzahle, damit das Darlehen kleiner wird, was ich der Bank schulde. Das Darlehen, was ich am Jahresanfang habe, muss immer verzinst werden, damit die Bank Geld verdient. Die Bank will Geld verdienen und die verdienen das Geld über die Zinsen, wenn Geld verliehen wird. Und die Gesamtzahlung im Jahr setzt sich zusammen aus der Tilgung und den Zinsen. So, wir können erstmal die Zinsen hier ausrechnen im ersten Jahr. Das sind 7% von 30.000. Das rechnet man so. 30.000 mal 7 geteilt durch 100. So. Beim Fälligkeitsdarlehen zahlt man den kompletten Darlehensbetrag im letzten Jahr zurück. Also kann ich hier schon mal 30.000 Euro reinschreiben. Und dadurch zahle ich in den anderen Jahren nichts zurück an Tilgungen. Jedoch zahle ich Zinsen. Das heißt, im ersten Jahr kostet mich der Kredit die Tilgungszahlung, die netterweise 0 ist, plus den Zinsen. Zahle ich also 2.100 Euro im ersten Jahr. Das Darlehen am Jahresende ist aber immer noch 30.000 Euro hoch, weil ich habe ja nichts zurückgezahlt. Das ist das Besondere beim Fälligkeitsdarlehen. Man hat also nur die Zinszahlung. Im nächsten Jahr bleiben 30.000 Euro natürlich übrig. Ich habe ja nichts zurückgezahlt. Ich tilge auch wieder nichts. Ich zahle wieder nur die Zinsen auf die 30.000 Euro. Und das sind wieder 2.100 Euro. Dadurch ist die Gesamtzahlung im Jahr auch 2.100 Euro. Und am Jahresende schulde ich der Bank immer noch 30.000 Euro. Und das geht jetzt die nächsten beiden Jahre genauso. In Excel kann ich jetzt Zeile markieren. Dann sage ich kopieren und dann kann ich die Werte hier einfügen. Das ist das Schöne an Excel. Wenn ihr das jetzt auf dem Blatt Papier nachrechnet oder übt für eine Prüfung oder für euch, dann macht ihr das halt handschriftlich, wenn ihr gerade keinen Computer mit Excel zur Verfügung habt. So, im letzten Jahr ist das Besondere. Da habe ich auch 30.000 Euro noch am Jahresanfang. Ich zahle allerdings, ist hier automatisch schon eingetragen, die 30.000 Euro zurück im letzten Jahr. Die Zinsbelastung ist im letzten Jahr aber genauso hoch, weil ich habe ja noch 30.000 Euro am Jahresanfang. Und ich komme auf eine Gesamtzahlung von 30.000 Euro plus 2.100 Euro für die Zinsen. Und weil ich im letzten Jahr die Tilgung vornehme, das Darlehen wird sozusagen fällig im letzten Jahr, deswegen heißt das Fälligkeitsdarlehen. Dadurch habe ich das Darlehen am Ende getilgt. Das heißt, das Darlehen am Jahresende ist 0. Jetzt kann ich hier noch die Summen ausrechnen. Recht einfach, ne, sind 30.000 Euro, sind die Gesamttilgungszahlungen, sodass das Darlehen getilgt ist. Und an Zinsen zahle ich insgesamt 10.500 Euro, das heißt die Gesamtzahlungen sind 40.500 Euro. Ne? Das sind die Tilgungszahlungen plus den Zinsen. Das heißt, die Bank leiht uns 30.000 Euro, die ich im letzten Jahr zurückzahle. Und der ganze Spaß des Geldleihens kostet uns 10.500 Euro.
Das heißt, die Bank verdient 10.500 Euro an uns durch die Vergabe des Kredites. Insgesamt habe ich der Bank dann 40.500 Euro überwiesen. Ne? Einmal das Darlehen und die Zinsen. Ich hoffe, das war verständlich. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen und jetzt könnt ihr das gerne selber mal ausprobieren.